Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Captain of Industries. Ja, es ist ja ein neues Update rausgekommen und soweit ich es mitbekommen habe, scheint es so, als ob wir weiterspielen können, was natürlich ein toller Vorteil ist. Jetzt bin ich gerade mal am Schauen, was hier aktuell Phase ist, aber schaut so, als ob einfach aktuell die Glasproduktion noch ein bisschen hinterher ist, aber das wird schon wieder. Er scheint gerade nur relativ viel Glas rauszubringen, was spannend ist. Dann habt ihr mir geschrieben, meine Düngerproduktion ist falsch angeschlossen und ich liefere aktuell Dünger. Wait, seit wann sind die Dinger eingefärbt? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Sind die eingefärbt, je nachdem, was die liefern? Schaut so aus, ne? Hier ist Wasser drin. Lass mal gucken jetzt. Schaut echt so. Das ist ja cool. Die sind eingefärbt, die sind auch eingefärbt. Das ist auch eingefärbt. Schaut echt gut aus. Okay, zurück zum Thema. Das ist auch eingefärbt. Cool. Ich komme gar nicht mehr raus. Die Farben, das mit den Farben, das ist cool. Ich habe nochmal nachgeschaut, aber hier kommt Dünger 1 raus. Und das Kabel geht hier rein. Und dann zur Dünger 2 Produktion. Also schaut es eigentlich aktuell so aus, als ob wir es richtig laufen haben. So wie ich es sehe. Die Möbelproduktion scheint gut. Und die ganze Anlage scheint auch gut zu laufen. Ich könnte jetzt höchstens aktuell mal für eine gewisse Zeit die Anlage hochfahren. Die darf ich gar nicht hochfahren, oder was? Was war das für ein Klinik? Lastwagen hat keinen Kraftstoff. Wer bist du das? Du stehst neben der Tankstelle, mein Freund. Du nicht. Genau, Wohnraum ist überfüllt, Schüttgutlager. Macht das jetzt Bing? Das ist ja mega cool. So, bedeutet, ihr fahrt jetzt auch wieder hoch, dann sind wir von der Energieproduktion fürs Erste wieder stabil. Gut, hier unten der Umbau, der läuft. Und wird jetzt auch Stück für Stück sich immer erweitern. Die Kollegen baggern gut durch. Oh, es ist gerade echt so angenehm wieder mal. Ich habe jetzt endlich eine neue Maus und eine neue Tastatur. Bedeutet, jetzt geht es wieder alles ein bisschen flüssiger. Und ich weiß, dass ich meinen Bildschirm drehen kann, wenn ich es möchte. Das ist eine sehr feine Sache. So. Müssen wir hier eventuell. Ja, okay, es passt aber nicht so. Ich müsste bloß überlegen, ob ich jetzt hier das Tierfutter mal verwende. Weil davon habe ich jetzt auch mittlerweile Tonnen. Das ist. Ne, also, ich muss schon sagen, ich komme gar nicht mehr raus aus dem Staunen. Aber das mit den farblichen Rohren ist sehr, sehr geil. Du siehst sehr simpel und einfach, wo welches Rohr hingeht. Das ist ein geiles Update. Auch, dass du hier oben gutes Bild hast, was drin ist. Haben sie gut gemacht. Ohne Frage. Ich habe jetzt nicht die ganzen Patchnotes durchgelesen. Bin ja erst aus dem Urlaub sozusagen zurück und darf am Wochenende mein Gelände wieder abbauen, weil ich dann nur ein Fenster hier unten reinkriege. Was das Ganze noch spaßiger macht. So. Glas. Wir haben keinen, der das. Wird das Glas jetzt schon darüber gefahren? Ja, wird schon gefahren, ist auch schade. Gut. Aber vielleicht. So, warte mal, da kann man ein bisschen was umbauen. Ich habe da so eine Idee. Oh, neue Soundeffekte. Geil. Das ist echt cool. So, wir machen jetzt hier einen Verteiler rein. Warte mal, Verteiler. Ich muss mit meiner neuen Maus noch so ein bisschen zurechtfinden. Das ist noch nicht ganz so einfach.
Bringen wir dich gleich hier an. Ich hätte dich lieber hier. Gut, und dann können wir hier sagen, ich hätte gerne hier Priorität und hier auf die zwei Priorität, weil das eine geht nur in den Ausgang, genau. Exactly, so. So. Weil dann werden auch erst die Reserven verwendet. Was das Ganze wesentlich angenehmer macht. Das kriegt auch ein schnelles Förderband. Hier war gar nicht ein schnelles Förderband. Ich dachte, wir haben hier voll Stocken drin. Plan wäre, mit dem so viel immer nachzubringen, dass die Ressourcen rauskriegen. Fahrt mal die Sachen rüber. Kommt schon, Leute. Wir haben schon wieder keinen Sandablageplatz. Kann es sein? Scheint echt so. Dann tun wir den Bereich mal wieder editieren. Dann sagen wir hier wieder verkippen. Zack. Und euch geben wir die Minenerweiterung frei. Dann sind wir hier schon wieder gut unterwegs. So. Bedeutet, wir müssen jetzt langsam uns dran machen. Dass das, oh, ihr seid durch. Dann hätte ich trotzdem, dass ihr nochmal gerne bitte das Gebiet hier abnagt. Damit wir so viel Freifläche wie möglich hier bauen können noch. Dann sollten wir ganz gut hier durchkommen. Und als nächstes schicken wir sie eh weg. So, jetzt müsste die ganze Truppe wieder ankommen. Als nächstes schauen wir dann, dass wir hier vorne anfangen, alles zu planieren. Und die, hoppala, das Großprojekt durchzuziehen. Sehe ich hier ernsthaft? Ressourcenkarte? Oh, ich bin hier in der Mine drin. Oh, okay. Das mit dem Sand wusste ich schon, aber dass wir hier... Also, dass wir bis hier vorne die bestimmten Minen haben... Ist das Sand? Das unterirdische Sand? Ist mir bis jetzt noch nicht mal aufgefallen. Die Gold-Area hier, ja, die ist mir aufgefallen. Wie in so einem Goldzahn hier vorne drin. Aber schon spannend wieder. So, die Kollegen verkippen jetzt erstmal den Mund weiter zu mit Sand. Der Kollege baggert weiter hier die Oberfläche aus. Bing? Haben wir nicht noch irgendwas offen? Lass mich schauen, haben wir beim Schiff noch was offen? Irgendeine Mission schaut nicht aus. Aber wir können die Panzerung erhöhen. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Mit Holz schauen wir auch soweit gut aus. Schaut prächtig aus, würde ich sagen. Hier wird nachgeliefert. Ach, wir haben gar keinen Stahl, der da rauskommt, ne? Ich habe jetzt gerade nach dem Stahl gesucht, nach der Stahl-Extra-Zufuhr. Die existiert ja gar nicht. Hier stehen wir aber auch noch gut da. Eigentlich schaut alles noch soweit sehr, sehr gut aus, ne? Wenn wir die Kollegen jetzt dann weg haben, können wir hier auch wirklich noch andere Sachen machen.
Schauen, jetzt haben wir hier schon wieder Hackschnitzel auf Lager. Ich glaube, wir pausieren mal die Ausfuhr. Aktuell brauchen wir es nicht. Und es ist eine Holzverschwendung. Tun wir sie lieber dann stationär zuweisen, wenn wir es benötigen. Wie schaut es hier oben aus? Wie weit sind die Kollegen der Baumfällagentur? Ja, kommen gut voran. Der obere Teil ist fast frei. Wir können schon mal die nächsten Gebiete vergeben, weil wir müssen hier die Medien aufnehmen. Die ganzen neuen Sachen sind. Respekt. Respekt, Respekt. Aber nichts zu sagen. So. Die Insel wird freigeschaufelt. Und danach wortwörtlich freigeschaufelt. So, das ist natürlich noch ein Miniscale, aber das wird ja dann dementsprechend angepasst von der Masse her. Kommen wir hier jetzt mit der Masse noch aus? Oder wie schaut das aus? Ich würde gerne sehen, dass da eine Tank mal leer wird. Wie schaut es denn hier mit dem gelagerten Dünger aus? Ganz hinten nichts. Die kriegen so gut wie gar keinen Dünger ab, okay. Also muss ich dich eigentlich gar nicht hochschrauben, weil du produzierst nur 12. Dann können wir dir das hier wieder rausnehmen. Aber er produziert ja rein theoretisch mehr. Ja, eigentlich sollte das ganz gut gehen. Die füllen auch ordentlich nach. Haben wir so viel saures Wasser auf Lager? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich ja nicht, aber wir tun auch nicht alles zuführen. Die Anlage müsste ich dann wahrscheinlich mal verdoppeln, um den Throughput zu erhöhen und dadurch den Nutzen für uns zu steigern. Das wäre noch eine Sache, die man machen könnte. Aber ansonsten schaut es eigentlich ganz gut mittlerweile aus. Jetzt mache ich nochmal kurz in die Forschung schauen. Wir haben gleich bis jetzt immer noch nicht das Atom gefunden, ne? Atom, das ganze Zeug ist bei uns noch weit entfernt. Das ist alles neue Forschung. Wir können aber rein theoretisch mit der Mikrochip-Produktion starten. Beziehungsweise die anfangen zu planen. Genauso wie mit Zentralrechnern. Davon habe ich aber jetzt auch, Gold habe ich noch keins. Bedeutet, ich müsste mit der Goldverhüttung anfangen. Riesige Wasserstofffahrzeuge? Die fahren dann auf Wasserstoff. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob das so schlau ist. Dafür muss ich aber auch erst Wasserstoffzellen finden. Schicken das Schiff jetzt mal weiter. Wo schicken wir dich hin? Da haben wir noch einen Punkt. Erkunde die weite Welt. Was ist das? Kalksteinbruch. Ich bin gerade am Schauen, aber wir müssten anschauen eigentlich, dass wir wirklich mit der Goldverhüttung auch langsam anfangen. Also ich glaube, die Goldverhüttung war wieder so ein ganz ekliger Ablauf, wenn ich mich nicht irre. Hochofen. Hä? So, hier ist jetzt Silizium. Goldschmelze, schau an. Du bist eine Goldschmelze. Mit dir mache ich mit Sand und einem Goldkonzentrat Gold. Das heißt aber auch, ich muss
das Goldkonzentrat erst hier. Mit Säure bekomme ich Goldkonzentrat. Boah, dafür brauche ich viel Gold. Und den giftigen Schlamm auch. Haben wir gewonnen. Das ist super. Was haben wir hier gefunden? Oh, warte. Da gibt es irgendwas. Da gibt es eine Kohlemine. Eigentlich muss ich die mal hier erforschen. Ne? Das könnten Sachen sein, die ich eigentlich brauche. Die ich mal wieder nicht erforschen will. Mir besorgen will. Ah, du machst dann 9. Du nimmst 18. Alter, das ist ein Verlustgeschäft. Leck mich am Arsch. Das ist ja ein richtiges Verlustgeschäft. Also der Wahnsinn. Ich mache hier schon Silizium, kann das sein? Genau, geschmolzenes Silizium aus Graphit. Oh Gott, Silizium ist ja schon wieder so ein Spaß. Das ist ein großer Brecher. Ich glaube, wir müssen aber dann anfangen mit der Goldproduktion. Ich müsste nur den giftigen Schlamm anschauen. Giftiger Schlamm. Wie verfahren wir mit dir am besten? Fürs Uranerz. Okay. Giftigen Schlamm kann ich ins Meer schütten, dann kriege ich aber Ärger. Ich könnte mit Filtermaterialien den giftigen Schlamm verarbeiten mit Sohle. Und bekomme dann Wasser und Schlacke raus. Was wahrscheinlich Abwasseraufbereitungsanlage. Das ist wahrscheinlich die beste Angelegenheit. Jetzt brauche ich auch nur Filtermaterialien dafür. Die muss ich mit Kies, Sand und Kohle produzieren. Okay. Okay. Wie schaust du aus? Mit dir kann ich nochmal angreifen, ne? Super, dann los geht's. Mach mal das da fertig. Tue ich irgendwo Gestein sammeln? Ich glaube, das hätte ich noch nie gebraucht. Das könnte natürlich jetzt ein Problem sein. Die Frage, wo baue ich das am besten hin? Eigentlich müsste ich das hier wegnehmen für die Goldproduktion. Damit ich dann hier noch ein Goldkabel einsetzen kann. Oder beziehungsweise eigentlich müsste ich hier irgendwie das Kabel reinkriegen. Damit es dann hier durch Schiff im Kampf. Sieg. Und Radarsystem Nummer 2. Gehen wir gleich mal nach hinten noch. Was kriegt man hier? Ein Quarzbergwerk. Aha. Spannende Sachen, du. Oha, was ist denn das für ein Boot? Riesenboot, aber wenig hinter. Mondsaat, Elektronik 1 und 2, okay. Ja, dann wird wahrscheinlich das hier die interessanteste Kiste für uns sein, die am weitesten entfernt ist. Das ist ein Quarzbergwerk. Das könnte die auch alles spannend sein. H ist es schwer. 470. Ich würde die 180 als erstes nehmen. Dann vielleicht mal doch die 470er angreifen auch. Schiff zu stark beschädigt. Ja, super. Erstmal reparieren.
Gott. Dann brauchen wir Gold. Oder ich baue die Goldanlage hier mit ein. Als seitlichen Einschub. Wäre auch eine Möglichkeit, dass wir das dann hier einbauen, dann unten durchführen und dann nach oben. Wir brauchen es eh erst ab hier. Geröll und Unrat entfernen. Geröll und Unrat entfernen. Hä? Geröll und Unrat entfernen. Check ich nicht. Gehen wir kurz den Plan an. Einfach nur mal simpel das zu sehen. Also als letztes kommt quasi die Goldschmelze, ne? Rein kommt da Sand und Goldkonzentrat. Fürs Goldkonzentrat brauche ich zwei Absetzbecken. Die wir am besten zum Beispiel so und dann flip so platzieren, damit die sich hier so verbinden. Genau. Da kommt das reine Golderzpulver rein. Lass mich raten, das muss ich erst noch klein machen, weil das Golderzpulver wird ja kommen. Also, ihr könnt mir viel erzählen, aber nicht, dass ich das Golderzpulver so kriege, weil wo ist der Brecher? Wo war dieser Brecher nochmal? Aus Golderz macht Golderzpulver. Wie viel brauche ich hier? Alter, 72. Bedeutet zerkleinertes Golderz. Das muss ich auch noch doppelt machen? Alter, wollt ihr mich verarschen? Ich mache aus. Jetzt bin ich verwirrt. Warte mal. Wir machen aus 144 Golderz, 144 zerkleinertes Golderz. Dann machen wir aus 72 zerkleinertes Golderzpulver. Das Golderzpulver muss in die zwei Absetzbecken, was dann wieder zu einer Goldschmelze führt. What? Okay, das ist der Ablauf dafür. Ihr beide müsst zum Absetzbecken, hier muss ich Sand einführen. Und dann bekomme ich Gold raus. Das wird sehr, sehr spannend, aber darum würde ich sagen, kümmern wir uns beim nächsten Mal, weil mein Hirn bläst jetzt schon heißen Dampf außen raus und ja. Nee. Einfach nee. Aber ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.